Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Und heute wollen wir mal eine kleine Zeitreise machen. Eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich habe einige Clips rausgesucht, um euch mal zu zeigen, wie Clash of Clans denn damals so aussah. Also, guckt es euch einfach mal an. Zum Beispiel hier sehen wir eine Aufnahme, die relativ alt ist und relativ am Anfang ist, als die Clankriege gerade rauskamen. Und die habe ich mir einfach mal geschnappt, um euch mal zu zeigen, dass die Clankriege im Endeffekt sich kaum verändert haben. Na gut, klar, du hast mittlerweile die War-Tools. Da ist übrigens der Chat. Und ach, die Truppen, die alten Truppen mit den Sternen. Und jetzt ist hier sehen wir den damals besten Spieler der Welt. Zu dem Zeitpunkt auf 4382. Es gab ja damals noch keine Titan League. Es gab damals noch keine Legend League. Es gab kein Project Blue Skies. Es gab die 11er Mauern in Orange gab es nicht. Die 12er Mauern in Weiß gab es nicht. Die 13er Mauern gab es nicht, die so ein bisschen bläulich sind. Ja. Und die 14er Mauern, die ja natürlich dann etwas dunkelblau sind. Und das war mein Dorf damals. Oh mein Gott, damals musste ich das noch so aufnehmen. Und das war der alte Clan. Das war der alte Clan. Und ich vermute mal, es wird einfach niemand von den Leuten, die damals gespielt haben, wird wahrscheinlich niemand mehr spielen. Das waren auch noch... Oh, entschuldigt meine Wortwahl übrigens. Habe ich mich nämlich verschrieben. Ich wollte einen Drachen haben, aber der passt ja nicht mehr rein. Damals noch die alten Symbole. Der Chat war dann von unten nach oben. Damals hatte ich noch diese Grafikaussetzer ständig. Alter Schwede, es war eine verrückte Zeit. Ich erinnere mich super gerne an die Zeit zurück. Das war 2013. War das 2013? Nee, das hier muss Anfang 2014 gewesen sein, oder? Nee, das war noch 2013. Alter Schwede. Das war, glaube ich, zum ersten. Ah, das ist der Weihnachtsbaum, den ich irgendwann mal aus Versehen abgebaut habe. Der erste Weihnachtsbaum, den ich gekriegt habe. Ja. Oh mein Gott. Das war übrigens meine Base. Wo ich den Adler noch nicht habe, deswegen fehlt der in der Mitte, was? Oh Mann, ey, das sind alte Zeiten. Der große Wächter, das war nämlich kurz nach dem Update, als der große Wächter rauskam, 2015. Also sind wir ein bisschen gesprungen. Ich habe das jetzt allerdings nicht unbedingt sortiert, denn hier wollte ich euch mal die Kaserne zeigen, so wie das damals aussah. Da gab es nicht eine riesige Schlange, wo die Truppen alle gemacht wurden. Du musstest immer zwischen den Kasernen hin und her springen. Wir sehen das, ich habe viermal die normale Kaserne, hatte einmal die dunkle und einmal die dunkle, glaube ich, im Ausbau, deswegen war da nichts. Alter Schwede, das waren Zeiten. Oh mein Gott, wie das damals aussah. Da habe ich gezeigt, wie der Warden sich verändert auf Boden und Luft, aber du musst ja bedenken, damals sahen die auch noch anders aus. Der Altar vom König, guck mal, wie der aussieht. Es sah alles noch anders aus. Außen sah natürlich noch alles anders aus. Auf der Clanburg waren noch diese einzelnen Sachen drauf für Gold, Elixier und Dunkles. Oh mein Gott, das waren Zeiten. Die Liga-Symbole, die alten... Die alte Umgebung, oh mein Gott. Die alten Helden-Skins, beziehungsweise die alten Helden-Animationen. Ja, es hat sich viel getan. Es hat sich wirklich viel getan. Einiges hat sich natürlich auch nicht getan. Die Sachen sind natürlich, also die Gebäude sind natürlich größtenteils gleich geblieben von ihrem Aussehen. Muss es ja auch. Sie können ja dann nicht immer irgendwie sagen, wir ändern jetzt zum Beispiel, ja, diese goldene Kanone, die ja maxed ist für Rathaus 8. Die können sie ja nicht einfach ändern. Das muss so bleiben. Also das wird auch wahrscheinlich für immer so bleiben. Ja. Zwischendurch natürlich ein paar Animationen mal geändert worden und so weiter und so fort. Alter, damals hatte ich das noch an, als das quasi, wenn du angreifst, dass es dann vibriert, beziehungsweise dass dann sich das Bild bewegt. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, sogar ausgestellt, weil es mich gestört hat. Oh, der König mit der schwarzen Leiste oben drüber. Alter Schwede. Oh Mann, das waren Zeiten. Clash of Clans im absoluten Hype damals. Ah, das waren andere Zeiten als heute. Das muss man auch dazu sagen. Ah, viel hat sich getan. Also, das Spiel hat sich wirklich sehr, sehr verändert. Oh, denkt man gar nicht, ne? Eigentlich denkt man, das Spiel bleibt doch immer gleich. Eigentlich schon, aber irgendwie hat sich relativ viel verändert. Aber natürlich hauptsächlich jetzt erstmal optisch. Hat sich relativ viel verändert von damals zu heute, aber auch, ja klar, es sind neue Sachen dazugekommen, Clanspiele, Goldpass, Saisonherausforderungen natürlich mit dem Goldpass, CWL ist dazugekommen, Nachtdorf ist dazugekommen, gab es damals noch nicht, ah, die alten Truppenlevel da mit den Sternen. Und da, oh, warte, da, Rathaus draußen,
Das gab es damals auch, denn damals war das noch so, dass man dann direkt ein Schild gekriegt hat, wenn jemand das Rathaus draußen zerstört hat. Und man hat keine, ja, man hat zumindest nicht viele Ressourcen verloren. Wenn man sich das jetzt, wenn man sich das jetzt mal anguckt, der Typ macht mein Rathaus kaputt. Und was passiert? Oh, ich hatte Geschenke am Baum. Oh, da unten hatte ich auch Geschenke. Die habe ich natürlich irgendwann mal weggedrückt. Ist logisch, dass das passiert einfach mit der Zeit, dass du die mal irgendwann wegdrückst. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, was waren das für Zeiten damals? Oh Gott. Aber guck mal jetzt drauf. Er hat das Rathaus jetzt fast ganz kaputt. Ich habe über 200.000 anzubieten. Und guck mal, wie viel er jetzt gleich kriegt, wenn er das Rathaus zerstört. 1.000. Hat er 1.000 gekriegt. Das war übrigens noch... Ajau. Das waren noch die alten Infernos. Da habe ich den Inferno-Troll gemacht in der Mitte. Oh Mann. Ja, wir hatten viele Folgen, glaube ich, mit der Zeit, ne? So um die 8.500 Folgen. Ich glaube, es waren alleine 8.000 Clash of Clans Folgen. Das musst du mal jemandem erzählen. Über 500 Millionen Aufrufe mit Clash. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das wird man heutzutage niemals mehr hinbekommen. Alter Schwede. Ja, das war der Inferno-Troll, wo ich die Inferno-Türme in die Mitte gebaut habe. Ah, ja, 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 mit einem Loch dabei. Ja, da war ich Rathaus 10. Der alte Altar, den sehen wir noch ganz kurz da vorne, also den alten Altar vom König, so sah er damals mal aus. Von der Königin, die war im Ausbau bei mir, er hat kaum was gekriegt. Ach ja, das waren Zeiten. Und das war Klabauterfred, das war allerdings schon ein bisschen weiter, das hier habe ich nochmal rausgesucht, um euch zu zeigen, wie denn die Buttons damals aussahen. Denn wir sehen die Achievements auf der rechten Seite, also diese 8 dabei. Die Rotweinpiraten. Diesen Account habe ich leider nicht mehr, habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Dieser Briefumschlag sah noch anders aus. Das sah natürlich auch noch alles anders aus. Also sie haben noch unterschieden zwischen Achievements und dem Profil. Mittlerweile ist das ja alles zusammengefasst. Finde ich es auch ganz gut, dass sie das gemacht haben. Aber gut, die Achievements von damals gibt es heute immer noch. Sie haben halt mittlerweile noch Achievements dazugefügt. Das ist ja auch logisch. Ach ja, der Klabauterfred. Den vermisse ich auch. Leider habe ich ihn nicht mehr. Ich werde ihn, glaube ich, auch niemals... Wobei, kriege ich den nochmal wieder? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich ihn vielleicht wieder kriegen könnte. Da muss ich mal gucken. Vielleicht haben wir eine Chance. Aber so sah es halt, wie gesagt, damals aus. Also, wir haben den Button für Zauber und Angriff, der sah noch, glaube ich, ein bisschen anders aus. Natürlich, klar, dieser Umschlag sah anders aus. Ja gut, klar, da jetzt, wo diese Dorffrau ist, mit der 8 drüber, das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr, weil das ja mittlerweile einfach weiß Profil dabei gepackt wurde. Ja, und das ist der Klabauterfred. Hier sehen wir auch nochmal ganz schön außen alles, ne, das, wie das damals alles aussah außen. Irgendwann haben sie es ja mal umgeändert, dann kam der Wasserfall wieder, dann haben sie ja die Szenerien eingeführt. Und das sind unsere ganzen Achievements, die ich damals eingesammelt habe. Levelaufstieg! Klabauterfred ist erwachsen geworden. Klabauterfred ist nämlich schon Level 15. Ja. Ja, die gibt's immer noch, die Achievements. Also da haben sie, glaube ich, nichts dran gemacht, außer dass sie halt, wie gesagt, was dazugefügt haben. Und ihr seht es natürlich auch ganz eindeutig, das war vor dem Nachtdorf. Es ist kein Boot da. Ah ja, Schatzkammer. Ich war noch nicht so weit, dass ich in der Schatzkammer Gold und Elex, also dass ich da Dunkles habe. Und das ist ganz vom Anfang. Das ist mein Account, der mittlerweile Rathaus 13 ist. Oh mein Gott. Guckt mal, wie das läuft. Guckt einfach mal, wie diese Folge läuft. Ungefähr mit gefühlt einem Bild pro Minute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war nämlich damals noch, dass ich das gespiegelt habe von meinem Handy auf dem PC über WLAN. Und das ist halt super nervig. Und dann, klar, dann hast du irgendwie Verbindungsprobleme. Mittlerweile geht das natürlich alles viel einfacher über HDMI. Aber das waren die Zeiten damals. Das waren halt damals die Zeiten. Ey, Level 3. Level 3. Mittlerweile ist der Account über Level 230, glaube ich sogar. Ne? Das ist unglaublich, was sich alles getan hat. Ich meine, gut. Das war Anfang Oktober 2013. Jetzt haben wir fast Ende Januar 2021. Oh Gott. Oh Mann, wenn ich an die Zeit damals denke. Gerade Masterstudium. Mitten im Masterstudium und man sitzt da und ja, zockt Clash. Nicht weiter sagen. Erzähl das nicht meinen Professoren von damals, bitte. Krieg Ärger. Nein, krieg keinen Ärger mehr. Oh Mann. Elixierlager abgegradet. Und ich habe übrigens für das Ende dieser Episode auch noch einen ganz besonderen Schmankerl für euch. Und zwar, das werde ich euch dann gleich noch zeigen. Nämlich eine Aufnahme, wo ich den Clan gründe. Meinen allerersten Clan. Das ist auch ganz interessant. Oh, da war noch auf, zwischendurch noch aus Versehen auf Hochkant gekommen. Oh Mann.
Ja, da habe ich kein Geld gehabt für eine Bauhütte. So sieht's leider aus. Aber ich wollte es einfach mal zeigen, so wie es halt damals aussah. Wir hatten noch keine Clanburg. Wir waren gerade mal Level 3. Da sehen wir jetzt, es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ein... Oh, das ganz alte Profil. Alter! Null gewonnene Angriffe, null gewonnene Verteidigung, null gespendete Truppen, null erhaltene Truppen. Ja, ich bin auch in keinem Clan. Ich bin auch in keinem Clan. Alter, wie das damals aussah. Es hat sich schon weiterentwickelt. Verbinde dich und dich die Leute. Ach, da wusste ich, glaube ich, gar nicht, wie das geht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch überhaupt nicht, wie man einen Clan erstellt und was man da alles machen muss und so weiter und so fort. Ach ja. Die guten alten Zeiten, die guten alten Zeiten. Und dann würde ich mal sagen, zum Ende der Episode, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt sehen wir die Gründung meines allerersten Clans von damals. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Werkeln für 2 Stunden, also pfeffern wir das mal raus. Was ist das hier? Goldlager Level 6. Oh, da komm, wir gründen den Clan. Ey, wir gründen jetzt einmal den Clan, komm. Ich hab jetzt mal Bock drauf, ey. Dann ist das. Dann kann mich auch keiner mehr angreifen. Clan erstellen. Oh, da war mein Display gerade. Einmal auf Clan-Name. Jetzt muss ich das mal eben. Natürlich, ich muss mal eben jetzt per Tastatur eingeben, weil ich ja auf dem PC streame. Mobile Fan. Boy. Na, die gute alte englische Tastatur, jawohl. So. Beschreibung. Na. Alter, warum macht der das denn nicht in groß, der Sackbauer? Jetzt YouTube Clan. Für alle, die Spaß. Ach Mann, kann der kein... Leute, kann der denn kein... Kann der meine Tastatureintragungen nicht mal annehmen? YouTube Clan für alle... Nein, Gott, ey. Alle, die... Spaß an COC haben. Das Bessere ist mir jetzt nicht eingefallen. So, Clan hat offen für alle, nö. Nur für einen, nur, was gibt es denn sonst noch? Geschlossen, offen für alle, nur auf Einladung. Was heißt denn geschlossen? Wo ist denn da der Unterschied? Ja, komm, 200 Trophäen solltet ihr schon haben, denke ich mal. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Wobei, komm, wir machen 400, dann wird es ein bisschen spannender. Die sind ja eigentlich schnell verdient. Ich spiele ja auch noch, ich spiele ja auch kaum, habe schon über 500, also komm, das ist... Ja, wir brauchen noch ein cooles Logo, ne? Was ist denn hier ein Logo, was unseren Ansprüchen gerecht wird? Ah, wir gucken mal so durch. Das hier gefällt mir doch ganz gut. So. Was heißt denn geschlossen? Dann würde ich sagen, mach mal nur auf Einladung und ihr schreibt mir am besten euren Namen oder wie das funktioniert dann hier rein. Und dann gucken wir einfach mal, dass ich euch dann aufnehme. So, 40.000. Du hast erfolgreich einen neuen Clan gegründet. Juhu, da ist es doch. Yay, anfordern. Kann ich jetzt natürlich noch nicht. Was haben wir denn jetzt dafür? Truppen anfordern, Nachricht senden und Clan. Mein Clan, yeah. Ah, da sehe ich doch dann bestimmt, wenn irgendwer... da rein will. Also, Leute, tretet alle bei meinem Superclan Mobile Fanboy. Ja, ich denke mal, Markus wird auf jeden Fall auch teilnehmen. Der ist, glaube ich, aber noch nicht so weit, dass er da die Voraussetzungen erfüllt. Aber das werden wir dann sehen. Werde ich ihn dann gleich mal fragen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ah, noch letzter Schritt. Goldlager aufrüsten. Genau. Ding, 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 ding. Ja, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ben's heißt Let's Play Clash of Clans für Mobile Fanboy. Tschüssi.